jetzt kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Vortrag vom Professor Sommer. Sieht jetzt also weniger Experimente scheinbar beim zweiten Vortrag. Der Bildaufhänger, der gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Herzlich willkommen zur Bergfest-Vorlesung im schnuckeligen Kreis hier. Bin ich so gar nicht gewöhnt, aber okay, ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß. Wir sind hier als Team. Ich habe den Julius noch mitgebracht. Ja, der wird dann die Publikumsinteraktion ein bisschen steuern. Okay, es geht los. Vorhang auf. Und wir gucken mal in so ein altes Video. Ja, mal schauen. Ja, okay. Schauen wir mal. Prolog. Student. Ach, wenn man so in sein Studium gebannt ist und die Welt kaum einen Feiertag, kaum durch ein Fernglas, nur von Weitem sieht sozusagen, wie soll man sich dann auf die Prüfungen vorbereiten? Jetzt komme ich. Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen, wenn es euch nicht aus der Seele dringt und mit urkräftigem Behagen die Herzen aller Hörer zwingt. Sitzt ihr nur immer, leimt zusammen, braut rein Ragout von anderer Schmaus und blast die kümmerlichen Flammen aus eurem Aschenhäufchen raus. Bewunderung von Kindern und Affen, wenn euch danach der Gaumen steht. Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen, wenn es euch nicht von Herzen geht. Darum sind wir, wer wir sind. Beseelt vom Geist der Wissenschaft, von Harmonie und Freiheit, sind Entdecker, Träumer, Visionäre. Ist das nicht schön? Ja, aber dem haben wir auch was entgegengesetzt. Mit Bürokratie, reinen Lernfächern, DSGVO, Gender Mainstreaming und Studienordnung. Da wird der Geist euch wohl dressiert, in spanische Stiefel eingeschnürt, dass er bedächtiger sofort an hinschleiche die Gedankenbahn. Dann lehret man euch manchen Tag, was der Anschauung und verständnissuchende Student nicht mag. Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben. Dann hat er die Teile in seiner Hand, fehlt leider nur das geistige Band. Was hältst du vom Studieren hier in Immenau? Ach, es macht eigentlich Spaß. TU Immenau, die hat eigentlich ein gutes Niveau, technisch. Die beste Wahl, die man treffen kann. Vor allen Dingen Medientechnik studieren. Ich habe in Immenau studiert und bin immer noch da. Was hältst du vom Studieren hier in Immenau? Strengt an. Ja, so schaut's aus in Ilmenau. Okay, jetzt haben wir hier eine Bergfestvorlesung. Hat so ein bisschen was von Bergpredigt, vielleicht auch von Seligpreisung. Wollen wir mal ein bisschen schauen. Selig sind die, die nicht wissen, was ein Widerstand ist. Denn ihrer ist die zweite Weh. Also Widerstand ist zwecklos, ja. Noch was. Selig sind die, die zur zweiten Weh antreten dürfen, denn sie werden ihren Dozenten von Angesicht zu Angesicht sehen. Ja? Zumindest, wenn sie da sind. Ja? Oder nicht da waren. Okay, dann schauen wir mal auf die Bergfest-Lehrveranstaltung. Ja? Im Grunde genommen ist das ja jetzt nur so eine halbstündige Vorlesung. Und statt eben verschiedener Themen hier im 30-Minuten-Rhythmus abzuarbeiten, sollte man lieber eine vertiefte Behandlung eines einzigen Themas an einem Abend, zum Beispiel der Ehrenberggleichung, auf die werde ich noch zu sprechen kommen, durchführen. Nicht nur Bergfest-Vorlesung, dann eben 90 Minuten, sondern am besten auch gleich im Anschluss eine Bergfest-Prüfung zur selben Thematik und fakultativ vielleicht noch ein Bergfest-Praktikum, kann wahlweise auch als Biathlon ersetzt werden. Kommen wir später noch drauf zu sprechen.
Ja, und klar, zu jeder guten Vorlesung gehört auch eine Prüfung. Das heißt, ein Jahr später zum nächsten Bergfest, die zweite W, dann natürlich frühestens 3 Jahre nach der Vorlesung und Übung möglich. Okay, kommen wir zu den heutigen Modulen. Ja, also Modul 1, was ich mit euch machen möchte, ist ein bisschen in Bürokratie und Wasserkopf zu schauen. Ja, Modul 2 wird so ein bisschen die Ehrenberg-Gleichung behandeln. Wir werden so einen kleinen Exkurs in die Feldtheorie machen. Modul 3 dreht sich um Sprache und Modul 4 um ein paar Anwendungen der Ehrenberg-Gleichung. Also schauen wir erstmal Bürokratie und Wasserkopf. Das erste musste ich gerade eben unterschreiben hier, damit das Ganze gestreamt werden kann. DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Ja, schauen wir da mal so ein bisschen ran. Und letztendlich solltet ihr eigentlich jetzt auch unterschreiben müssen. Ja? Und wenn ihr denn dann nicht wollt, dass ihr erscheint auf dem Video, solltet ihr euch jetzt so einen roten Punkt hier an die Stirn heften. Wer ist? Ja, es war melden, wer will unkenntlich gemacht werden. Ah, hier, einer, wunderbar. Also, er kriegt jetzt einen grünen Punkt, hätte ich beinahe gesagt, einen roten Punkt. Ja. Super. Okay, ist auch super, dass hier die Kamera schon drauf zeigt, dann können wir auch sehen, ob das dann richtig funktioniert, genau. Okay, ja, vielleicht nochmal ein Blick in den Fleischerladen, ja, hat es auch sowas gegeben. Könnt ihr mal lesen hier, Datenschutzgrundverordnung, in unserer Fleischerei fragen wir Sie manchmal nach Ihrem Namen und merken uns, welches Fleisch Ihnen am liebsten ist. Wenn Ihnen das nicht recht ist, rufen Sie, ich bin nicht einverstanden. Dann Frage, kennt ihr einen guten DSGVO-Berater? Ja, können Sie mir die E-Mail-Adresse geben? Schade, schade, schade. Oder noch was anderes, ja, Datenschutzbeauftragter bei Google klingt wie Abrüstungsexperte bei Heckler und Koch. Ja, und noch was, da habe ich mich persönlich drüber ziemlich gefreut, das ist nämlich Folgendes, das gilt an die Newsletter, die man so kriegt. Ja. Wenn man plötzlich nämlich ohne eigenes Zutun aus Newslettern fliegt, ja, die man vorher trotz vieler Bemühungen irgendwie nicht abbestellen konnte, dann ist das wenigstens ein Benefit dieser ganzen DSGVO. Ja. Dann kommen wir mal so ein bisschen zu unserer Uni. Ja. Das Rektorat eiert herum. Da will ich euch so ein bisschen was zeigen aus einer Mitteilung Nummer 20/2016. Die ist rumgegangen, ja, und da ging es darum, was ist denn jetzt eigentlich erlaubt? Ja, erlaubt sind jetzt nur noch Anwesenheitslisten mit Name und Unterschrift, Name und Kreuz, Matrikelnummer und Kreuz und ID-Nummer und Notenergebnis. Verboten sind jetzt Matrikelnummern und Notenergebnisse und so weiter, ja? Name und Notenergebnis. Ja, das kam rum in der Mitteilung 20/2016 und dann kam gerade wieder eine Mail, ja, betreff keine Aushänge von Noten, möglichst auch nicht unter Verwendung von ID-Nummern. Ja, den ganzen Text will ich euch gar nicht hier vorlesen, jedenfalls hier alle möglichen Paragraphen, die hier genannt werden, ja, und im Grunde genommen, was kann ich dazu nur sagen? Ja, letztendlich, weh mir, ich bin verloren. Oropax her, der Kerl da, der Datenschutzbeauftragte der Uni, der sprengt mir die Ohren. Gut, dann will ich ein bisschen weitermachen. Wir gucken noch mal ein bisschen ins Rektorat, Stabsstelle Qualitätsmanagement. Auch das will ich euch an einem kleinen Gedicht vielleicht ein bisschen illustrieren. Ja, du musst verstehen. Ja, nämlich wir gucken uns mal eine Studiengangsanalyse an. Ich weiß nicht, wer in solchen Kommissionen mal drin ist, hat das vielleicht mal gesehen. Das ist der Studiengang Master of Disaster bis einschließlich Sommersemester 2018. Also, wir machen es wieder als Gedicht. Du musst verstehen, aus 1 macht 10, Anzahl der Studienanfänger hier, ja, man gucke auf die Skala hier, mit halben wird hier schon gerechnet. Ja,
Dann Anzahl der weiblichen internationalen und internationalen Studienanfänger. Und zwei, ja, zwei davon, lass gehen. Ja, hier, alles null, davon weiblich. Und drei, mach gleich, so bist du reich. Ja, dann kommt man irgendwie hier mal auf 43 oder so. Genau. So, aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8, so ist's vollbracht. Ja, da haben wir die nächste Statistik. Interessant, ja. Absolventen, okay, 8 Stück. Und derzeitige Erfolgsquote pro Matrikel. 8 Stück. Ja, das hat schon was, ja. So ist's vollbracht. Und 9 ist keins, ist 1 und 10 ist keins. So, da haben wir noch wieder Fachsemester je Matrikel. Schwundquote ist dort zusammengestellt. Ja, und da kann ich einfach nur sagen, das ist das Ministeriums- oder Rektorats einmal eins. Ja, Bürokratie, Papiertiger und Statistik der kleinen Zahlen. Also es wird mit halben Studenten hier gerechnet. Okay, dann noch was. Frage ans Publikum. Kennt jemand diesen Text? Für das nach Maßgabe des jeweiligen Regelwerks zustimmungspflichtige und damit bedeutsame Investitionen sollen entsprechende Liefer- und so weiter. Hat jemand eine Ahnung, wo das herstammt? Nee? Also woher stammt dieser Text? Ich gebe mal die Abkürzung dafür. PCGK. Weiß jemand, wofür das steht? Ah, Idee? Vom Ministerium seid ihr nicht so gut informiert, ne? Okay, also das steht für Public Corporate Governance Codex, ja, und in dem Fall für das Kapitel 7.1 Investitionen. Und letztendlich... Ja, da geht es richtig um Bürokratie. Könnt ihr wahrscheinlich gar nicht so sehr drüber lachen, aber ich habe damit leider zu tun. Und von daher vielleicht noch ein kleiner Auszug, was Bürokratie und sowas anbelangt. Den muss doch Platz geben, wo der Mensch leben kann. Mensch bist du doch nur, wenn du dich in eine menschliche Ordnung stellst. Leben tut auf eine Wanze. Sehr richtig, die lebt. Und weißt du, warum die lebt? Erst kommt der Wanze, Friedrich, und dann der Wanzenordnung. Erst der Mensch, Friedrich, und dann der Menschenordnung. Ja, und da hat man manchmal den Eindruck, dass das nicht so ist. Ja? Also sprich, dass hier auch erst die Ordnung kommt und dann kommt der Student. Ja, und schauen wir uns das nochmal an. Ich will euch das Regelwerk einmal kurz demonstrieren. Es erben sich Gesetz und Rechte wie eine ewige Krankheit vorn. Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechte und rücken sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage. Da ist der Kodex. Okay, alles klar, ne? Also. So viel zu dem, womit ich mich rumschlagen muss. Dann kommen wir zu Modul 2. Ja? Gehen wir so ein bisschen in die Ehrenberg-Gleichung. Ja, wollen wir mal gucken, was ist das? Also, vielleicht erstmal der Ehrenberg. Problem überhaupt, welcher Ehrenberg? Und gut, da gibt es einen, den Christian Gottfried Ehrenberg. Und das war ein Freund von Humboldt, den er auf seinen Expeditionen begleitete. Ja, ein Roman gibt es da, Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Und nach ihm ist vermutlich die Ehrenbergstraße benannt, aber nicht die Ehrenberggleichung, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Wie gesagt, Problem welcher Ehrenberg? Könnte natürlich auch der hier sein oder der hier oder der hier. Oder die hier. Ja. Aber nun gut, schauen wir uns mal die Ehrenberg-Gleichung an. Ja, also jetzt wird es theoretisch. Das habe ich so ein bisschen von Herrn Dr. Ziegler, der mal in der Mathematik war. Also die Ehrenberg-Gleichung ist eine partielle stochastische Differentialgleichung sechster Ordnung für eine vektorwertige Funktion in über 27 Variablen, einschließlich der Zeit. Ja, und da geht so einiges ein.
konsumierte Koffeinmenge, Einschaltzustand des Laptops oder der Smartphones während der Vorlesung, Anzahl und Qualität der Witze und so weiter. Das geht alles in diese Gleichung ein. Ja, und sie beschreibt im Prinzip die geistige Aktivität der Studenten und Mitarbeiter während der Vorlesungswoche, ja, und Erweiterung dieser Gleichung fürs Wochenende oder für Feiertage und vorlesungsfreie Zeiten sind natürlich denkbar. Und im Rahmen dieses Vortrags ist das natürlich viel zu kompliziert, euch hier die Ehrenberg-Gleichung überhaupt hinzuschreiben. Aber wir können natürlich noch mal ein bisschen schauen auf ein verbessertes Bergfest-Lehrveranstaltungsmodell. Kommen wir dann am Ende der Vorlesung darauf zu sprechen. Also im Folgenden nur die Diskussion von einigen der involvierten Variablen und Randbedingungen. Ja, schauen wir mal auf die Randbedingungen. Das ist ganz interessant. Ja, ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass hier ja alles irgendwie läuft von 7 bis 21 Uhr. Ja, und das heißt, man hat also jetzt nach dem Separationsansatz für den Zeitfaktor der Lösung folgende Randbedingung: T von 7 ist T von 21 gleich 0. Ja, und die Frage ist, was bedeutet das eigentlich? Ja, wenn wir nämlich mal jetzt gucken, ja, haben wir die Interpretation T von 7. Keine Hirnaktivität um 7 Uhr früh, dann ist natürlich noch ganz interessant quasi die nächste Interpretation. T von 21 ist ebenfalls 0, ja, das heißt also völlige geistige Erschöpfung nach 14 Stunden Lehrveranstaltung. Und jetzt kommen wir noch mal so ein bisschen zu den Zahlen. Das ist nämlich ganz interessant, weil 7 ist eine heilige Zahl, ja, und ist steht für die Zahl der Vollständigkeit, ja, und in diesem Fall offensichtlich ja, für das vollständig ausgeschlossene Denken um 7 Uhr. Ja. Und die andere Begründung für die 21 Uhr oder 20:30, ja, meist 21 Uhr, ist die Zahl 3. Ja. 3 mal 7 ist nämlich 21 und auch 3 ist die Zahl der Vollständigkeit. Also das hat was Heiliges, was hier passiert mit dem Stundenplan. Ne. Und zwischen den Rändern verläuft diese Funktion natürlich in einer Weise, die wird als Ehrenbergsch bezeichnet. Ja? So, und jetzt wollen wir uns ein bisschen näher anschauen, was zwischen den Randbedingungen passiert. Und wir gehen da zunächst mal auf die Studenten und zwar auf die Ingenieurausbildung. Also die Frage, wer oder was ist überhaupt ein Ingenieur? Oder wer oder was sind wir Ingenieure? Schauen wir mal. Wer ist ein Ingenieur? Ingenieur? Wer? Ein Ingenieur. Wer sind Ingenieure? Sind Menschen, die studiert haben, was ich nicht studieren würde. Ingenieur, ja. Ich habe gehört, es ist irgendwas Intelligentes, aber ich weiß es leider nicht. Die nächste Stufe eines Gesellen, der weitermacht, um dann einen Ingenieurberuf zu erlernen. Die sind noch ein bisschen höher wie ein Meister. Den fünften Grad über einen Meister. Die müssen ein bisschen mehr wissen, wie jetzt ein normaler Arbeiter. Muss man dafür studieren? Ja, man braucht ein Abi dafür. Aber das sind auf jeden Fall so Mathe-Genies, die lieben Physik, Chemie, Mathe und wenig Englisch und wenig... Können mit Zahlen jonglieren. Gut planen, rechnen, basteln. Ingenieur heißt denken, die müssen gut denken können. Die müssen ein Wissen haben, sonst können sie kein Ingenieur sein. Ingenieur ist ein Techniker. Pragmatiker. Gute Mathematiker. Es sind keine großen Künstler. Denker und Grübler und die geben nicht auf, bevor sie die Lösung haben und wenn es in der Nacht im Traum kommt. Ich würde sagen, das sind genauso Menschen wie alle anderen und tragen ihre Nase im Gesicht und haben auch zwei Beine. Was kann ich noch zu Ingenieuren sagen? Meistens Männer. Ingenieure sind meistens reich, würde ich sagen, glaube ich. Und manchmal sehen die gut aus, manchmal nicht. Ja, ist eigentlich nichts dran zu kritisieren, oder? Nö. Nein. Super im Beruf, super für die Familie und ja, einfach problemlos. Was hat wohl ein Ingenieur immer dabei? Ein Taschenrechner. Also so einen besonderen Ingenieurtaschenrechner mit viel Schnickschnack. Damit er wieder schwere Sachen, statisch. Na, wie nennt sich das? Wo sie messen tun, hallo, paar, ich komme jetzt nicht drauf. Laser. Röschenschieber. Geoleiter. Maßstab und Messmesser. Messgerät. Das müssen die auch haben, sonst können sie ja nicht messen. Was macht ein Ingenieur? Das ist eine gute Frage. Ja, die rechnen irgendetwas aus, klar. Konstruieren. Viel Geld verdienen. Reparieren etwas, was kaputt ist. Die machen die Projekte. Egal was, Bergbau,
dran. Dem Ingenieur ist nicht zu schwören. Der eine Ingenieur kann alles. Ein Ingenieur will ja weiter. Er will ja noch ein bisschen weiter. Er will hier eine kleine Brücke bauen, er will einen Staudamm bauen. So geht das. Ich mag Leute, die so sind. Also ich verstehe mich gut mit Leuten, die halt eher so ruhiger sind. Aber ein Ingenieur, ich glaube, meine Eltern würden sich darüber freuen. Also so, wenn man das so betrachtet, wäre das schon ein schöner, ein guter Schwiegersohn. Ja. Okay. Das zum Ingenieur. So, ich selber bin Elektrotechniker. Also die Frage ist, wer oder was sind wir? E-Techniker. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Okay, dann will ich euch so ein bisschen entführen in die Welt der E-Techniker. Ja, genau. Und schauen wir mal so ein bisschen, womit wir uns befassen. Ja, also. Und zwar habe ich euch da mitgebracht eine Originalaufgabe aus Ehfelder, leider nicht von hier, aus meinem Studium, von der TU Braunschweig. Und ich darf euch diesen faszinierenden Text mal vorlesen. Eine rechteckförmige lineare Leiterschleife, die in Z-Richtung die Länge L und in X-Richtung die Länge B besitzt, wird unter Beibehaltung der parallelen Flächenlage zur XZ-Ebene so um die Z-Achse bewegt, dass die in der Aufsicht auf die XY-Ebene linke Seite der Länge L ein Kreiszylinder vom Radius A größer B mit der Achse bei X gleich 0, Y gleich 0 und die rechte Seite der Länge L ein Kreiszylinder vom Radius A bei der Achse X gleich B, Y gleich 0 im mathematisch positiven Sinne durchlaufen. In der Z-Achse liegt ein unendlich langer linearer Leiter, der in positiver Richtung den Strom I führt. Man berechne die in der Rechteckschleife induzierte elektrische Spannung einmal über die totale Zeitableitung des magnetischen Flusses und ein zweites Mal mit Hilfe der integralen zweiten Maxwellschen Gleichung Induktionsgesetz in der Formulierung für bewegte Materie, Permeabilität des Raumes μ. Ja? Alles klar für euch? Originalaufgabe, ja? Trotz Bergfestvorlesung, alles ernst hier. Ja? Und von daher schauen wir uns nochmal vielleicht die Lösung einer weiteren kleinen schnuckeligen Aufgabe an. Ja? Ein in Z-Richtung unendlich langer geerdeter metallischer Hohlleiter mit rechteckförmigem Querschnitt schließt das Volumen und so weiter ein. Im Bereich hat das eingeschlossene Medium die Dielektrizitätskonstante Epsilon und so weiter und so fort. Und man berechnet das elektrische Potenzial. Ja? Und klar, ihr seht natürlich sofort, dass sich das da um ein Newton-Problem handelt. Und das heißt, dann schauen wir uns mal den Lösungsweg an, ja? Nach einigen elementaren Umformungen. Ja? Von allen anderen Sachen müsst ihr euch an die Feldtheorie machen. Da seht, dass ihr tiefsinnig fasst, was in des Menschenhirn nicht passt. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Wer kennt diese Gleichung? Okay, gut, dann schauen wir uns mal die einfache Lösung dieser Originalaufgabe an. Also, wir starten mit, was ist das? Die Ladung ist das Integral über das Volumen der Raumladungsdichte. Wir haben den Flusssatz. Die Ladung ist die Normalkomponente der elektrischen Verschiebung über die eingeschlossene Fläche. Wir haben D gleich Epsilon mal E. E ist wiederum der negative Gradient des Potentials.
Ja, jetzt kann man den Satz von Gauss auf das Ganze anwenden. Ja? Nämlich folgt aus diesen beiden Integralbeziehungen, dass Rho gerade Divergenz D ist. Und für D können wir jetzt minus beziehungsweise Epsilon mal E setzen und dafür wieder minus Grad V. Ja? Und damit haben wir die Divergenz von des Gradienten. Und das weiß man, ist der Laplace-Operator. Ja? Und daraus folgt dann unmittelbar die Laplace-Gleichung. Also sprich, das Potential oder Laplace-Operator des Potentials ist minus Rho durch Epsilon. Ja? Das nennt sich Poisson-Gleichung. Und die müssen wir jetzt lösen. Wie macht man das? Ja, wir haben schon bei der Bergfest-Gleichung, hätte ich beinahe gesagt, bei der Ehrenberg-Gleichung gesehen, Separationsansatz. Ja? Also das ist eine partielle Differentialgleichung. Und wir separieren das Ganze, setzen das ein. Daraus folgt dann sozusagen diese Zweigleichung. Und die können wir jetzt wieder sozusagen nochmal dividieren durch x und y. Dann kriegen wir diese Gleichung, die hier zu sehen ist. Und der Einfachheit halber können wir das einfach mal k Quadrat setzen. Also da stehen diese beiden Ableitungen einschlägig aus der Mathematik bekannt. Lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten, charakteristisches Polynom ausrechnet. Einmal ist es reell, also zwei Exponentialfunktionen, einmal ist es imaginär oder komplex, dann Sinus und Cosinus und jetzt kann das K-Quadrat natürlich noch durchgehen und wir können das alles superponieren und daraus folgt dann diese wunderbare Summenformel für das Potential. Damit wären wir fast fertig, also wir haben zumindest schon mal den Ansatz jetzt. Die Rechnerei geht weiter. Ja, also schauen wir uns das Ganze nochmal an. Da das Newton-Problem, hier die Spannung U. Ja, und ein bisschen drehen, ein bisschen rücken. Ja, schaut mal da. Ja. Eieieiei. Man sieht es mit Entzücken. Ja, Eiderdaus. Sieht das nicht wie eine Fourier-Reihe aus? Ja, das passt doch wunderbar hier. Ja, mit eben n mal Pi gleich k mal n mal Pi durch A. Also, das heißt, das Ganze sieht ja sinusförmig aus. Also, das heißt, wir können hier den Cosinus-Term wegschmeißen. Und genau, da passen wir das noch an die Randbedingungen an. Und es geht weiter. Ja? Also, ach, was muss man oft von bösen Fourier-Reihen hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, da, die Rechteckschwingung hießen. Ja? Da sind sie. Und ja, schauen wir das nochmal an, da ist sie, aber wehe, wehe, wenn ich auch das Ende sehe, herzlichen Glückwunsch, wir sind beim Potential angelangt. Das wäre also die Lösung im Schnelldurchgang dieser Aufgabe gewesen. Das heißt, ihr seht, diese Aufgabe hat Potential und da seht ihr das Potential. Ja? Und von daher, dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Schauen wir uns mal SIGSYS im Frequenzbereich an. Ja, bleiben wir also da. Fourier, DFT oder FFT, OW. Wie ich es nun lehre, kommt möglichst wenig Praxis mehr in die Quere. Ja, schauen wir mal so ein bisschen hier sowas her, ist glaube ich bekannt. Ja, also, Fourier und Co. ist ja eigentlich kein Problem. Also sprich, wir haben es ja eben schon gehört. Ja, dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Ja, jetzt weiß ich nicht, oh je, wie sieht es denn nun aus für AMW? Hier sind welche dabei? Naja, ja, offensichtlich nicht. Früher waren da mal welche dabei. Also dann machen wir uns mal an die Kinderuni für dieses Thema ran. Also ich entführe euch mal in den Foyer-Bereich. Ja, also wir schauen uns mal an, wir haben ja eben schon Wellen kennengelernt, hoch, tief, laut und leise, Ton oder Klang. Ja, also jetzt hier zurückgeschaut auf eine Welle, ja, niedrige Frequenz, tiefer Ton, hohe Frequenz, hoher Ton. Ja, und was ihr gleich lernen könnt, ist, das Ganze kann man auch im Frequenzbereich darstellen, ja, hier über der Frequenz, da die Amplitude, links tiefe Frequenzen, rechts hohe Frequenzen. Ja, damit das nicht so theoretisch bleibt, hören wir uns das einfach mal an. Ich habe es euch mitgebracht hier. Ja, da seht ihr den Zeitbereich, hier seht ihr den Frequenzbereich, hier die Frequenz. Achtung. Ja, schön, ne?
Okay, ja, also ihr habt schon mal gelernt, was hoch und tief ist, alles noch bei einer Amplitude. Jetzt schauen wir noch mal uns an, was ist laut und leise. Ja, also große Amplitude, laut, großer Strich, kleine Amplitude, leise, kleiner Strich, Frequenzbereich. Ja, schauen wir uns das auch mal an. Wird jetzt nicht ganz so laut. Bisschen lauter, bisschen leiser, bisschen tiefer. Noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen höher. Okay, habt ihr begriffen, ne? So, und im Grunde genommen kann man das schon mit Kindern machen, weil letztendlich, kennt ihr Noten? Habt ihr schon mal, ja, wer spielt ein Musikinstrument von euch? Keiner? Oh, schade eigentlich, aber macht nichts. Ja, also letztendlich Frequenz über der Zeit sind im Prinzip Noten, also das ist eigentlich nichts anderes als Fourier-Darstellung. Ja? Also. Genau. Ja? Und dann können wir sozusagen vom Ton zum Klang gehen. Das waren jetzt Töne, Stimmgabeln hier. Sozusagen Wellengleichung, ne? Ist schon weg da auf der Tafel. Jetzt können wir mal ein bisschen so verschiedene Sinus-Töne überlagern. Ja, schaut mal ein bisschen hin. Auch wie sich dann die Kurve ändert, ein bisschen lauter. Jetzt nehmen wir einen höheren Ton, noch einen höheren Ton, nochmal einen höheren Ton. Und jetzt bringen wir die ein bisschen zusammen. Ja, so, tun dann noch andere Töne dazu. Und ihr seht, da entstehen tolle Kurven und tolle Klänge. So einfach geht das. Also das ist das Thema Fourier-Reihen. Ja, also jede Kurvenform lässt sich aus der Überlagerung von Sinustönen zusammensetzen, also die Fourier-Basis. So, jetzt wollen wir das mal ein bisschen uns anschauen und üben. Ja, also jetzt habe ich euch mal was mitgebracht hier im Zeitbereich und ich habe euch jetzt auch mal die Darstellung im Frequenzbereich mitgebracht, aber über der Zeit. Ja, das heißt, hier seht ihr die Tonhöhen. Spektrogramm über der Zeit. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja, schaut euch das mal an. Kennt das jemand? Ihr seid ja heute wie Lasse Stroh. Ja, ja, ja. Brennt sonst immer lichterloh. Wer kennt's? Da drüben war der mit. Ja, ja, okay. Smoke on the Water. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar, ihr seid ja fast so gut wie die kleinen Kinder. So, jetzt dürft ihr ein kleines Spiel machen. Jetzt müsst ihr genau gut hinhören oder hingucken. Die Frage ist, was ist das? So, okay, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich noch nicht ahnen. Ich spiele mal ein kleines Stück daraus vor. Weiß das jemand? Wow, sensationell. Okay. Habt ihr die erste Bergfestprüfung schon bestanden? Ja, okay, noch ein bisschen länger. Super, wunderbar. Jo, damit sind wir sozusagen beim vorletzten Modul, nähern uns also so langsam dem Ende und wir wollen nochmal ein bisschen das Thema wechseln und in Sprache gucken. Ja? Frei nach dem Motto wollen wir jetzt mal so ein bisschen lernen von Google. Frei nach dem Motto, ergänzen Sie folgenden Satz sinnvoll, ohne Fly kein Brei. Ja? Wer kann das sinnvoll ergänzen? Also die Frage ist, was sagt bzw. ergänzt Google? Ja, und machen wir das mal so vor, ja, ohne Fleiß, kein Scheiß, nee, kein Preis, kein Eis, kein Reis und so weiter. Ja, und wir wollen mal gucken, was
Google sagt zu, hilft Bier. Wer hat da einen Vorschlag? Immer. Okay. Noch jemand? Gegen Kater. Okay. Gut. Mal sehen, was Google sagt. Beim Einschlafen, beim Abnehmen, bei Erkältung, bei Verstopfung. Gegen Schuppen, gegen Kater, ja, wunderbar. Ja, habt das gegen Pickel, okay, gegen Magenschmerzen, ja, eher wohl das Gegenteil. Ja. Gut, dann wollen wir mal gucken, Studenten sind... Was? Faul? Überheblich? Okay. Nicht schlecht. Okay, gut. So, wir kommen ja gleich auf Sprache zu sprechen. Die Frage ist, Studierende sind. Meint ihr, Google hat eine andere Meinung über Studierende? Natürlich, ja. Und? Ja, okay, lösen wir es mal. Ja? Also, Studierende ohne Abitur sind genauso leistungsstark. Deutschen Hochschulen, digitalen Enthusiasten. Wie lange sind Studierende Kinder unterhaltsberechtigt? Was sind ordentliche Studierende? Was sind außerordentlich Studierende? Na gut, Unterhaltskosten sind absetzbar. Okay, also, ja, ihr seht schon, Studenten, ich sage immer Studenten, neuerdings sagt man ja Studierende. Schauen wir da noch mal ein bisschen hin, in die Richtung, was zu Sprache zu sagen ist. Ja. Und das wird auch gleich in die Bergfestprüfung eingebaut, ja, nämlich, das eine hier, Gender Mainstreaming geht mir auf die Nervinnen, aber... Was ganz interessant ist, ist, Paketdienste sind schon lange da unterwegs, ja, oder Versandhäuser haben sich schon lange vor diesem Gender-Wahnsinn darauf eingestellt, wenn ihr mal mir schaut. Ja, ist ganz interessant. Lieferscheinen innen. Ja. Okay, so, dann machen wir mal Prüfungsfragen, so ein paar schon mal andeuten. Also, ich würde mal fragen wollen, wie lautet die gendergerechte Bezeichnung für den Stadtobersten? Unseren Oberst. Das ist ja... Jemand einen Vorschlag? Was ist denn der Stadtoberste? Sogar Oberbürgermeister in diesem Fall, aber das wäre ja nicht richtig. Bürger und Bürgerinnen, Meister und Meisterinnen, ja, wäre richtig, genau. So, dann werden wir mal die Frage stellen, könnt ihr euch schon mal darauf einstellen hier, wie viel Geld hat die Umbenennung des Ilmenauer Studentenwerks in Studierendenwerk gekostet? Ja, und dann auch die Frage, ihr könnt schon mal losrechnen, wie viel Kästen Bier kann man dafür circa kaufen und welche Höhe hätte der Bierkastenstapel? Ja, ganz interessante Fragestellung. Und dann, um mal ein paar Zahlen zu nennen, es gab eine 60.000-Euro-Studie an dem Prospekt des Nationalparks Eifel. Ja, also die Studie hat 60.000 Euro gekostet und die Frage ist, was wurde daraufhin geändert? Habt ihr eine Idee? Gar nichts, ne? Ist nicht richtig. Okay, und dann gucken wir uns gleich an. Gendergerechtes Schimpfen müssten wir ja eigentlich auch einführen. Ja? Dummköpfen, Arschlöcherinnen, ja? Wäre eigentlich richtig. Gut, jemand noch einen Vorschlag zu dem Nationalpark Eifel? Na gut, schauen wir uns das mal an, was da rausgekommen ist. Beispiel Deutscher Wald. Auch der Nationalpark Eifel wurde als Pilotprojekt des Umweltministeriums NRW ganz offiziell auf Geschlechterneutralität geprüft. Ergebnis? Die Experten stellten fest, dass Gender Mainstreaming auch bei Tiermotiven relevant ist und empfehlen für Prospekte und Broschüren daher weniger männlich dominierte Jägerbildsprache, zum Beispiel kapitaler Hirsch bei der Brunft. Das hat geklappt. Neben dem Hirsch sind in den Broschüren nun auch Hirschkühe zu sehen.
So viel dazu. Okay. So, wir machen ein bisschen weiter. Gender Quiz. Ja, du bist jetzt wieder dran und ja, darfst mal loslegen quasi mit dem ersten Studenten. Genau, erstmal ganz einfach, Studenten. Genau. Jetzt ist aber die Frage, was ist dann die Einzel davon? Man benutzt sie immer wieder, aber immer nur in der Mehrzahl. Was wäre denn die Einzahl? Wenn man es trotzdem allgemein haben will? Sternchen. Ist eine Möglichkeit. Oder man nennt es einfach Mitglied der Studierenden. Ganz unkompliziert. Das nächste wären die Tutoren. Geht ja auch nicht mehr. Ja. Ja, könnte man auch, glaube ich, nehmen. Wollen wir es auflösen? Ja, auflösen. Übungsanleitende, tutoriumsbegleitende, ratgebende Begleitung. Okay. Experte ist ja auch schon wieder maskulin. Hat jemand eine Idee? Ja, ganz schön in die richtige Richtung. Es wäre die Fachgröße, Autorität, Koryphäe oder Person vom Fach. Also kann man eigentlich direkt übernehmen. Dann die nächste Frage, wie viele Teilnehmer wird der Kurs haben? Wie kann man das denn gendergerecht sagen? Teilnehmer ist ja, geht ja nicht, ne? No go. Ja, genau. Gut, also in Zukunft nur noch, wie viele Anmeldungen gibt es für den Kurs und wie viele haben sich für den Kurs angemeldet? Okay, dann der nächste ist der Fahrgast. Wie? Ja, geht schon in die richtige Richtung. Also die Antwort wäre mitreisende Person oder gegen Entgelt transportierte Person. Genau. Okay, dann kommen wir zum nächsten, der Fan. Ist natürlich eine interessante Sache, auch weil es aus dem Englischen ja eigentlich kommt und da ist ja eigentlich alles genderneutral, aber trotzdem der Fan. Wie könnte man das denn genderneutral formulieren? Ja, geht auch schon in die richtige Richtung. Ja, in besonderem Maße begeisterte Person. Okay, dann der Plural von Zauberer. Ist auch. Ja. Also Zaubernde würde, glaube ich, auch gehen. Oder man sagt Zauberkunstschaffende. So, jetzt, weil wir gerade ja noch bei den Jägern waren, was ist denn Weidmanns Heil? Ja, so, Waldleuts Heil. Ja, sehr gut. Und? Last but not least? Genau. Was ist denn das Sender-Nachrichtenempfängermodell gendergerecht? Ja, da gibt es einen Error, dafür gibt es noch keine gendergerechte Formulierung. Okay, das ist die Website. Dürft ihr gerne noch mit dem Begriff. Ja, dann. Letztes Kapitel sozusagen nochmal. Wir wollen ja auf die Bierkästen, auf den Bierkastenstapel gucken. Also gehen wir nochmal zu den Studenten. Sie sollen sicherstellen, dass sich Geschlechterklischees nicht weiter festsetzen. Es geht so weit, dass auch Sprache gegendert wird. Sagte man früher zum Beispiel die Studenten an der Uni, heißt es heute die Studierenden. Und die Landesregierung in NRW schreibt das jetzt sogar vor. Die Studentenwerke müssen sich umbenennen in Studierendenwerke. Dabei wollen sie das gar nicht, denn sie fürchten, anders als die Landesregierung, hohe Kosten. Bis zu 1,2 Millionen Euro, sagen die Studentenwerke. Verzeihung, Studierendenwerke. So, und damit nochmal die Frage ans Publikum. Ja, was hat das hier in Ilmenau gekostet? Ich kann nur sagen, es war etwas günstiger. Ja. Oh. Jemand noch eine andere Zahl? 100.000? Machen wir genau die Mitte. Ja, 200.000. Ja, also sprich, wie viele Kästen Bier kann man denn dafür kaufen? Welches Bier?
Ja, so irgendwas. So im Mittel. Mal kein Sternchen hier. Ja gut, lösen wir auf. 18.000. Frage ist, welcher Stapel entsteht da? Wie viele Kilometer? Ja. Ah, gar nicht so schlecht. 5,4. Super. Okay, dann. Ja. Biathlon. Ja, wir schwenken so langsam in das Ende ein und haben doch noch ein paar Fragen. Wie viele Bierkästen haben die Höhe des Ginkelhandturms? Du bist wieder dran. Genau. Wie viele Bierkästen kann man denn aufeinander stapeln, um die Höhe vom Kickelhahnturm zu erreichen? Schätzungsweise. Oder nachrechnen. 68. Gar nicht so schlecht. Ich gebe mal einen Tipp. 80. Das sind mehr, ja. 80 Stück. Okay. Okay, ich lese einfach einmal vor. Wie viel Promille hat man, wenn man auf seinem Weg vom Bierzelt zum Audimax pro Schritt einen Schluck Bier trinkt? Gehen wir mal davon aus, man ist Durchschnittsmann, 1,80. Durchschnittsmann. Nein. Student. Das Bierzelt steht ja jetzt direkt unten am Ehrenberg dieses Jahr. Also ist nicht ganz so weit die Strecke. Also wir lösen es mal auf. Wir haben es nachgerechnet. Es sind ungefähr 3,7 Promille. Also die Vorlesung wird spaßig, wenn ihr da ankommt. Okay. Die nächste Frage ist, Murali KC hält den Weltrekord im Bierflaschen mit den Zähnen öffnen. Wie viele Kronkorken schafft er denn zu öffnen in einer Minute? 64. Ja, es geht in die richtige Richtung. Die richtige Antwort ist 68. Genau. So, welches Gesetz erließ der babylonische König Hammurabi zu dem Thema Bier? Das ist auch ein sehr interessanter Fakt. Und hat hier mit dem Gender-Mainstreaming zu tun. Genau. Ja, lösen wir auf. Jede Frau, die schlechtes Bier serviert, wird ertränkt. Also. So, und jetzt noch eine ganz interessante Studie. Letzte Frage. Wie viel Liter Bier werden allein in Großbritannien jährlich verschwendet, indem es in Bärten hängen bleibt? Von wegen. Ja, ihr seid ein gutes Beispiel, ja, hier. Eben. Ja, das sind auch nur die Sag mal eine Zahl, wie viel Liter? Schätzung? Ja, das geht schon in die richtige Richtung. 93.000 Liter. Also super. Sehr genaue Schätzung. Hervorragend. Okay, also, ja, Anwendung. Sehe die Welt mit den Augen eines E-Technikers. Ja, eine kleine Einführung in unsere praktischen theoretisch-praktischen Aufgaben, ja. Und genau, wir haben Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung. So, und zum Schluss, ja, nochmals, ich bin ja Goethe-Fan, will hier keiner trinken, keiner lachen, ich will euch leeren Gesichter machen. Ihr seid ja heute wie nasses Stroh und brennt sonst immer lichterloh. Das liegt an dir, musst du jetzt sagen. Du bringst da nichts herbei, oder ihr? Nicht eine Dummheit, keine Sauerei. Der Folien sind nun genug gewechselt. Lasst uns endlich in die Pause gehen. Das ist der Weisheit letzter Schluss, dass jetzt das Bier her muss. Cheers. Und Prost, ja? Da wir ja Ingenieure sind, habe ich euch noch was mitgebracht hier. Ich weiß auch, ich gehe nicht erschrecken.
Na dann, Prost! Ja, vielen Dank, Professor Sommer, für den wirklich witzigen, informativen und lustigen Vortrag. Ich glaube, wir haben uns alle köstlich amüsiert. Wir haben eine Kleinigkeit für Sie. Vielen Dank, dass Sie das für uns heute gemacht haben, dass Sie es ermöglicht haben. Gerne. Vielen, vielen Dank. Jo. Jetzt noch einen letzten Vortragenden und auf den freue ich mich ganz besonders. Ja, ich weiß nicht genau, was er vorbereitet hat. Wir sind auf alles gefasst.